Für den Agrarreferenten der Landesregierung Erich Schwärzler ist die nun startende Evaluierung der Vorarlberger Landwirtschaft in mehrfacher Hinsicht wichtig. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass von Zeit zu Zeit es eine klare Standardbestimmung gibt, nicht nur der Landwirtschaft, auch andere Bereiche, weil wir spüren, es gibt die Veränderung, das ist an und für sich das Beständige, auch in der Landwirtschaft. Und deshalb ist für mich wichtig, dass es ein Handeln im Wandel gibt. Der Vorarlberger Weg für die Bauern heißt menschlich, heißt eigenständig, heißt leistungsstark, heißt innovativ und Bildung im Vordergrund. Menschlich, für mich geht es vor allem darum, dass der Arbeitsplatz Bauernhof, der Mensch muss stärker im Mittelpunkt stehen. Nicht nur, wir sollten nicht so viel über Fördereinheiten von Vieh und von Fläche reden, sondern wir müssen wieder mehr über den Menschen auf dem Bauernhof reden. Das ist der Punkt 1. Zweitens, leistungsstark. Da hat auch die Vorarlberger Landwirtschaft in den vergangenen Jahren die Herausforderung angenommen durch eine hervorragende Qualitätsproduktion. Und durch Leistung auf den Bauernhöfen, dass sie sich auch gestaltet haben. Dritter Bereich heißt eigenständig. Für mich ist es wichtig, gerade in einer EU-Agrarpolitik gibt es sehr viele Unterschiede in den einzelnen Ländern. Und wir sollten nicht das Ziel haben, dass am Tag X alles gleich sein muss, sondern diese Unterschiede der Berglandwirtschaft, diese Unterschiede der Strukturen, der Vollerwerbsbetriebe, der Zuerwerbsbetriebe, der Nebenerwerbsbetriebe, auch diese Partnerschaft mit dem Tourismus, diese Unterschiede müssen auch in Zukunft Platz haben. Vierter Bereich heißt Innovation und Bildung. Hier war es in unserem Landesverband immer ein Anliegen, dass dem Bildungssektor an und für sich auch viel Platz und Raum gewidmet wird. Wir haben deshalb auch das Bildungszentrum der Landwirtschaft in Hohenems ausgebaut mit ungefähr 12, 14 Millionen Euro in der Investition für die Landwirtschaftsschule, dann einen neuen Praxisbetrieb dabei. Und wir wissen, dass ungefähr 7.500 Menschen in diesem Lande jährlich im Bildungszentrum die Aus- und Weiterbildung genießen. Vier zentrale Fragen sollen mit der Evaluierung erläutert werden. Erstens die Bedeutung, Struktur und Entwicklung der Landwirtschaft im Vorarlberg. Was war die Entwicklung in den vergangenen Jahren? Das zweite ist Ziele und Maßnahmen der Agrarpolitik für die Zukunft. Der dritte Bereich sind die Zukunftsperspektiven. Wo gibt es die Perspektiven für die Landwirtschaft? Und der vierte Bereich ist vor allem auch die Beurteilung und Wirkung der Effizienz von Maßnahmen im Fördersystem. Oder? Wo können wir welche Förderung einsetzen, um den Zielen noch besser entsprechen zu können? Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das hinterfragt und es auch sichtbar macht.